100%ige Sicherheit gibt es nicht. Auch nicht in der Stromversorgung. Doch mit einer statistischen Ausfallzeit von rund 8 Minuten im Jahr liegen Stadt und Kreis Offenbach deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von mehr als 15 Minuten. Dafür verantwortlich sind die Energienetze Offenbach, die mit ihrem Einsatz tagtäglich rund 2500 Kilometer Stromleitungen unter Spannung halten. Und wenn der Strom dann doch einmal ausbleibt, sind sie sofort zur Stelle. Denn die Fachleute der ENO arbeiten dort, wo sie auch wohnen. Erreicht uns eine Störmeldung, sind wir innerhalb von wenigen Minuten am Ort der Störung. Kurze Reaktionszeiten und schnelle Reparaturen. Dafür stehen wir von der ENO für die Bürgerinnen und Bürger unserer Städte und Kommunen. Die häufigsten Störungen im ENO-Netzgebiet treten im Bereich des Niederspannungsnetzes auf. Dabei handelt es sich in der Regel um defekte Hausanschlüsse oder Kabelverbindungen, die meistens einen klassischen Kurzschluss nach sich ziehen. Nachdem wir die Sicherungen der defekten Leitung abgeschaltet haben, haben wir mit unserer Kabelmesstechnik den unterirdischen Fehler punktgenau geortet. Dann legt ein Tiefbauunternehmen das defekte Kabel frei zur Reparatur für unsere Netzmonteure. Bei ihrer Arbeit kommen den ENO-Fachleuten ihre langjährige Berufserfahrung und umfangreiche Kenntnisse der Stromnetze zugute. Denn bereits in ihrer Ausbildung haben die meisten von ihnen bei der Wartung, Instandhaltung und Modernisierung der ENO-Netze mitgearbeitet. Wir kennen unser Netz mit seinen Stärken und Schwächen wie sonst niemand. Wir wissen, wo wir suchen müssen, wenn etwas nicht stimmt. Und sobald wir den Fehler gefunden haben, können wir ihn schnellstmöglich beheben. Audio Jungle.